Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und in dieser Folge machen wir mal wieder einen Streuselkuchen mit Kirschen. Weil wir haben jetzt gerade Kirschenzeit und ich habe vom Nachbar Kirschen geschenkt bekommen. Da bedanke ich mich natürlich recht herzlich. Aber wir fangen dann gleich mit der Vorbereitung an, indem wir schon mal Vanillezucker und Salz mit dem Zucker vermischen und das Backpulver mit dem Mehl. Hier bei diesem Kuchen setzen wir auch weiter eine 26er Springform ein. Und bei dieser habe ich den Boden schon mit Backpapier abgedeckt. Den Rand, den fetten wir mit Butter ein. Dann wenden wir uns dem Mürbeteig zu. Und für diesen Mürbeteig geben wir Butter in die Schüssel und die schlagen wir kräftig auf, sodass die richtig schön cremig wird. Dann geben wir den Zucker hinzu und danach schrittweise zwei Eier. Der Mürbeteig wird nachher auch der Teig sein für die Streusel. Deswegen machen wir jetzt eine größere Menge von diesem Teig. Als letztes geben wir anschließend die Mehl-Backpulver-Mischung mit hinein und kneten das Ganze kurz durch, sodass Streuseln entstehen. Und von dieser Menge Streusel entnehmen wir dann einen Teil, weil wir, wie schon gesagt, wir brauchen später noch Streusel. Denn aus dem Rest des Teiges formen wir dann den Teig, sodass ein richtig schön runder Teigbolle entsteht. Den decken wir dann mit Folie ab, geben den in den Kühlschrank für mindestens eine halbe Stunde. Die halbe Stunde können wir richtig gut nutzen, indem wir die Kirschen entkernen und von den Stielen befreien. Natürlich haben wir die Kirschen vorher gewaschen. Weiter verwende ich hier Knorpelkirschen. Ihr könnt natürlich auch jegliche andere Kirschensorte verwenden. Hauptsache, sie schmecken süß. Und Sauerkirschen würde ich hier jetzt nicht verwenden. Während wir die Kirschen entkernen, können wir schon einen Teil von den Kirschen schon mal mit Zucker bestreuen. Einen Teil davon. Weil den restlichen Zucker geben wir nachher beim Kochen hinzu. So, die Kirschen sind fertig vorbereitet. Wir können jetzt schon mal den Arbeitsplatz bemehlen, weil jetzt kümmern wir uns um den Teig. Von diesem Teig entnehmen wir 2/3 für den Boden. Dann nehmen wir dann das klassische Nudelholz meiner Oma und rollen den Teig schön aus. Mit dem Tortenschieber heben wir dann den Boden und geben ihn dann so in die Springform hinein. Wir haben ja noch einen Teiggerest, das letzte Drittel vom Teig. Aus dem machen wir den Rand. Und damit der Boden sich beim Backen nicht hebt, stechen wir mit der Gabel noch ein paar Mal in den Teig hinein. Gut, wir stellen die Springform mit dem Teig jetzt beiseite, weil wir kümmern jetzt uns um den Pudding und um die Kirschen. Ja, Pudding. Da braucht man einen halben Liter Milch und diesen halben Liter Milch, den geben wir in den Topf hinein. Aber von dieser Milch entnehmen wir einen Teil davon und geben die in eine extra Schüssel, um später dort das Puddingpulver anzurühren. Während jetzt also die Milch aufkocht, können wir auch schon mal den Zucker und das Vanillezucker auch mit in den Topf hineingeben. Parallel können wir noch einen weiteren Topf aufsetzen, um dort die Kirschen hineinzugeben. Damit jetzt aber auch die Kirschen einfach besser aufkochen, geben wir jetzt noch ein bisschen Apfelsaft mit in den Kochtopf der Kirschen hinein. Auch den restlichen Zucker für die Kirschen geben wir auch mit in den Kochtopf hinein und auch etwas Vanillezucker. So, dann lassen wir die Kirschen einfach mal kurz vor sich hinkochen, während wir uns um den Pudding kümmern. Und für den Pudding, da geben wir die Stärke in diese Schüssel mit der Milch hinein und rühren das Ganze gut durch, dass sich die Stärke auflöst. Diese angerührte Stärke geben wir anschließend in die kochende Milch hinein und rühren das für eine Minute gut durch. Dann wechseln wir kurz die Herdplatte, sprich wir kümmern uns um die Kirschen, indem wir da das gleiche machen. Wir rühren die Stärke mit Wasser an und geben sie in die kochenden Kirschen hinein.
und rühren das Ganze richtig gut durch, dass alles schön homogen wird in diesem Kochtopf. Ganz wichtig. Es ist natürlich klar, dass beides, der Pudding und die Kirschen, noch richtig heiß sind. Und das wollen wir auch, weil wir nutzen jetzt die Hitze, um nachher Backzeit zu sparen. Also, wir nehmen jetzt dann die zwei Sachen. Zuerst den Pudding, den geben wir in die Springform hinein und darauf dann die Kirschen. Ob das gleichmäßig verteilt ist oder etwas durcheinander, spielt hier überhaupt keine Rolle. Es wird nachher ein hervorragender Kuchen, der wunderbar schmecken wird. Versprochen. Gut, ein bisschen glätten wir das Ganze und anschließend brauchen wir ja noch die Streuseln. Die kommen als letzte Schicht oben drauf. Natürlich haben wir dabei den Ofen schon auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und wegen den Streuseln, ich bin immer einer, der eigentlich größere Streusel mag. Ich mag es gar nicht, wenn die Streuseln so fein sind. So, und jetzt ab damit in den Ofen. Nach 45 Minuten holen wir jetzt dann den Kuchen wieder aus dem Ofen heraus und lassen ihn vollständig abkühlen. Wenn er Zimmertemperatur erreicht hat, geht er dann anschließend auch gleich in den Kühlschrank, weil wir brauchen einen richtig kalten Kuchen, damit der Pudding und die Kirschen schön richtig fest werden. Ihr könnten jetzt natürlich auch wie ich hier bei Zimmertemperatur genießen den Kuchen, aber dann sind die Kirschen nicht ganz so fest, sondern ein bisschen schlotzig. Ja, so ist das halt, wenn man ein bisschen ungeduldig ist. Aber ihr müsst wirklich zugeben und mir zustimmen, der Kuchen sieht super aus. Der ist mir so richtig gut gelungen, hat eine richtig schöne Farbe und die Streusel, die sind auch richtig knusprig. Also, backt doch diesen herrlichen Kuchen mal nach, ich würde mich freuen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.